Hallo, ich bin Jürgen Zwickel, dein persönlicher Potenzialmaximierer. Und in diesem Video geht es heute darum, was ein Diaprojektor mit deinem Leben zu tun hat. Was hat ein Diaprojektor mit deinem, mit meinem, mit unser aller Leben zu tun? Sicherlich kennst du noch Diaprojektoren, auch wenn sie in der heutigen Zeit selten mehr zum Einsatz kommen, weil wir grundsätzlich ja modernere Möglichkeiten haben. Aber so ein Diaprojektor ist ein gutes Beispiel für mich, was das auch mit unserem persönlichen Leben zu tun hat. Warum? Du kannst dir jetzt sicherlich das noch vorstellen, Diaprojektor steht auf einem Tisch und es werden die Dias in den Projektor geschoben und außerhalb an der Wand erscheint dann das Bild in einem großen Format. Und das können wir jetzt auch auf unser Leben übertragen. Das kannst du auch auf dein Leben übertragen. Wir alle haben jeden Tag im Außen ein Bild, das wir erzeugen. Das sind unsere Ergebnisse und unsere Erlebnisse, die uns jeden Tag begegnen. Und wir haben ein inneres Bild, das dieses äußere Bild erzeugt. Doch genau an diesem Punkt wird es jetzt spannend. Denn was machen denn die meisten, wenn dieses äußere Bild, diese Ergebnisse und diese Erlebnisse nicht so passen, wie sie es gerne hätten? Sie versuchen, dieses Bild, diese Ergebnisse und Ergebnisse im Außen dann zu verändern. Das bedeutet zuallererst, dass die meisten dann immer Schuldige oder Verantwortliche im Außen suchen, die für dieses Ergebnis, dieses Erlebnis dann verantwortlich sind, auch wenn sie es selbst betrifft. Und das kann so auf Dauer natürlich nie funktionieren. Denn Leben funktioniert nicht von außen nach innen, sondern Leben funktioniert von innen nach außen. Also was dürfen wir tun, wenn unsere Erlebnisse und unsere Ergebnisse uns derzeit nicht so zufriedenstellen, wie wir es gerne hätten? Wir dürfen unser inneres Bild, unser inneres Dia, das dürfen wir verändern. Und der erste Schritt, um das zu tun, ist, in diese Bewusstheit zu kommen. Uns das bewusst zu machen, dass die Veränderung in uns beginnt. Der zweite Schritt ist dann, sich mal zu fragen, was hat denn dazu geführt, dass ich im Außen diese Ergebnisse, diese Erlebnisse, also dieses Bild so habe? Und wie will ich dieses Bild denn verändern? Also wie will ich meine Ergebnisse und meine Erlebnisse verändern? Zum Beispiel, wie schaffe ich es, mehr Kunden zu bekommen? Wie schaffe ich es, ein höheres Einkommen zu generieren? Wie schaffe ich es, in meinem persönlichen Umfeld einfach andere Erlebnisse zu gestalten? Und dann fängt es in uns an. Und dann dürfen wir uns fragen, wenn wir diese Ergebnisse und Erlebnisse wollen, wie dürfen wir dann denken? Wie dürfen wir dann fühlen? Und vor allen Dingen, welche Überzeugungen, Glaubenssätze, vielleicht auch Erfahrungen aus der Vergangenheit dürfen wir hinterfragen und nach verändern? Und wenn diese Veränderung dann im Innen passiert, in unserem eigenen inneren Dia, dann wird nach und nach mit der Zeit auch das äußere Bild, also unsere Ergebnisse und unsere Erlebnisse, deine Ergebnisse und deine Erlebnisse sich verändern. Und der wichtige Punkt hierbei ist, die Reihenfolge zu verändern. Leben passiert nicht von außen nach innen. Leben findet von innen nach außen statt. Und deswegen wünsche ich dir, dass dieses Video dir Inspiration gegeben hat, darüber mal nachzudenken, über deine Ergebnisse und deine Erlebnisse. Und wenn du diese verbessern willst, dich dann zu fragen, was kann ich im Inneren tun, in meinem inneren Dia, um im Außen nach und nach dann ein anderes Bild zu bekommen. Und dafür wünsche ich dir viel Erfolg und alles Gute. Und sehr gerne kannst du natürlich unter dem Video einen Kommentar hinterlassen, wie du dieses Thema siehst, wie du in der Vergangenheit innen schon bei dir etwas verändert hast, was dann in der Folge sich auch im Außen gezeigt hat. Das würde mich total interessieren und ich sage jetzt schon danke für deinen Kommentar. Gleichzeitig gib mir doch gerne einen Daumen nach oben und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne meinen Kanal, denn dann bekommst du jede Woche automatisch ein neues Video für deine Potenzialmaximierung. So, jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei allem, was du tust. Und denke immer daran, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.